Robin, er ist da! Er ist da! Ich glaube, er wird schießen! Bleib ruhig, er macht nichts. Rex ist in der Nähe. Da vorne ist er schon. Die anderen müssten auch gleich da sein. Okay, jetzt feuere ich auf sie. Und Feuer! Robin, er schießt! Ich begebe mich vor dich, geh in Deckung! Jetzt rettet er auch noch seine Frau. Ich muss hier weg, da hinten kommt schon das SEK. Schnell in den Fluchtwagen und weg hier. Männer, er will abhauen. Männer, los, schnapp ihn euch. Rex, du bekommst ihn. Los, holt ihn euch. Er ist gleich weg. Er wird fliehen. Beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch. So, jetzt schnell einsteigen. Dann nichts wie weg hier. Aber wo soll ich am besten langfahren? Ah, ich fahre einfach durch die Polizisten. Vollgas. Männer, macht Platz. Er fährt auf uns zu. Glück gehabt, ihr konntet nochmal ausweichen. Männer, das war knapp. Sorry, Robin. Wir konnten nicht früher da sein. Ich hab euch doch gesagt, dass ihr kommen sollt. Wo habt ihr gesteckt? Wir waren schon auf dem Weg, aber der Hubschrauber musste noch landen. Ah, oh, jetzt haben wir ihn durch uns durch die Finger gehen lassen. Wir müssen ihn wieder suchen. Los, alles nach einem gelben Pickup-Truck Ausschau halten. Okay. Ja, Robin, das machen wir. Ja, ich begebe mich auch schon auf die Suche. Ja, ich auch. Mann, geht's dir gut, Robin? Hast du nichts abbekommen? Doch, ein paar Kugeln, aber die sind nur in der Schussweste stecken geblieben. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Das hätte für mich gerade tödlich enden können und ihr wart nicht da. Ich habe den Zugriffsbefehl erst zu spät gehört. Ansonsten hätten wir ihn jetzt bekommen. Bla bla bla, ja, aber ist nicht passiert. Also, nicht gut. Ah, Mann, Jungs. Auf euch ist im Moment nicht Verlass. Was ist los mit euch? Ihr müsst konzentrierter wieder werden. Ich erwarte von euch ab jetzt eine tadellose Leistung. Ja, Robin, das machen wir. Ja, Robin, wir werden alles geben. Wir müssen ihn finden. Kommt, Jungs. Aber wo sollen wir suchen? Keine Ahnung. Alarmiert mal die Polizeistation, dann noch das Krankenhaus, Flughafen. Alles halt. Überall, wo er gesucht werden könnte. Alles klar, wir legen los. Kommt, Jungs. Bist du okay, Anna? Ja, soweit geht's mir gut. Du hast mir mal gerade das Leben gerettet. Ich will bei keiner Mission mehr von dir dabei sein. Du wirst nicht mehr mitkommen müssen, das verspreche ich dir. Besser ist es, wirklich. Das will ich nicht. Das war viel zu gefährlich. Stell mal vor, uns wäre gerade etwas... Es ist zum Glück nichts passiert. Ich weiß, es war viel zu riskant. Das hätte ich nicht machen dürfen. Komm, geh du nach Hause. Ich kümmere mich darum, dass wir ihn fangen. Mach das. Es hätte funktioniert, hätte ich mich nicht versprochen. Und hätten wir nicht den Fehler gemacht, eine Puppe auszusuchen, die keine rote Haare hat. Verdammt, das war mein Fehler. Es tut mir leid. Ich verzeih dir, Robin. Mission fehlgeschlagen, Mission fehlgeschlagen. Was soll das denn heißen? Sie haben ihn nicht bekommen? Jetzt bin ich in großer Gefahr, was soll ich machen? Das ist auf jeden Fall eine schwierige Sache, wie wir jetzt weiter vorgehen sollen. Ich denke, wir sollten Ali unter Polizeischutz stellen. Er wird versuchen, ihn fertig zu machen. Ja, Ali, du bist jetzt bei uns erstmal in Sicherheit. Jungs? Ja, was gibt's? Was gibt's? Was sollen wir machen? Gibt's irgendeinen neuen Auftrag für uns? Hat Robin sich gemeldet? Ja, er hat sich wirklich gemeldet. Die Mission ist fehlgeschlagen. Was? Bestimmt, weil ich nicht dabei war. Ich hätte das geregelt. Bruder, du musst jetzt regeln, dass ich in Sicherheit bin. Ich bin in großer Gefahr. Der Typ will mich bestimmt fertig machen. Er ist bestimmt schon auf dem Weg hierhin. Okay, wir sollten vielleicht echt mal in die Polizeistation reingehen. Ich glaube, mit dem ist nicht zu spaßen. Vor allem, irgendjemand von seiner Verwandtschaft hat ihr ins Gefängnis gebracht. Ich weiß zwar nicht, wer es ist, aber das solltet ihr schleunigst herausfinden. Ja, da hast du recht. Wir müssen herausfinden, wer das ist. Vielleicht war es der geheimnisvolle Dritte, hä? Der war ja der letzte große Verbrecher, den wir festgenommen haben. Das ist mir auch egal. Hauptsache, ich bin in Sicherheit. Moment, was kommt denn da hinten für ein Auto? Gelb, ein Pickup und viel zu schnell? Gebt euch mal schnell in die Polizeistation alle. Los, 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 los. Was hat der Typ vor? Was hat er vor? Ich glaube, der will uns fertig machen. Ich glaube, der will uns rammen. Los, alle schnell rein. Beeilt euch jetzt. Er ist noch vielleicht 400 Meter weg. Achtung, er kommt. Wow, der ist voll gegen die Tür gefahren. Er holt nochmal Anlauf. Ich glaube, der will da unbedingt rein. Ah, er versucht es immer wieder. Leute, wir müssen den abhalten. Schießt auf das Fahrzeug, los. Ich komme hier rein und ich hole mir Ali. Oh, jetzt noch einmal fest Anlauf nehmen und... Ah, die Tür ist auf. Ali, komm gefälligst raus oder ich komme rein. Verdammt, da sind SEK-Beamte. Oh, dann mache ich mich weiter auf den Weg. Ich werde schon jemanden finden, den ich mitnehmen kann. Mir reicht's. Seht ihr, was ich meine? Der Typ dreht komplett durch. Er ist jetzt schon wieder weitergefahren, aber er wird sich sein nächstes Opfer suchen. Freunde, das können wir nicht zulassen. Wir müssen ihn stoppen. Ja, ist schon klar, Ali, aber wie sollen wir das machen?
Schießt auf ihn! Er ist doch schon viel zu weit weg. Die Kugel treffen den gar nicht mehr. Ja, da habt ihr recht, Jungs, da habt ihr recht. Oh Mann, ich hoffe mal, dass ihr das noch hinkriegt. Ansonsten bin ich ausgeliefert. Ich bin fertig. Überprüft mal den Polizisten. Geht's ihm gut? Alles okay bei dir? Ja, soweit geht's mir gut. Mein Rücken tut zwar ein bisschen weh, aber... Boah, was war denn mit dem Typ los? Der hätte uns alle überfahren. Oh, wir müssen herausfinden, was sein eigentliches Ziel ist. Er will Rache, okay, aber das ist nicht ein Grund, so auszurasten. Er will bestimmt wieder irgendjemand befreien. Aber wir haben ja gar keinen mehr hier in der Stadt. Die Gefängnisse sind leer, alle sind abtransportiert worden. Vielleicht will er herausfinden, wohin? Moment, Ali. Das ist eine super Idee. Das heißt, er will Informationen bekommen. Und wo bekommt man die am besten? Ich denke mal in der Polizeiakten, oder? Ja, und wo sind die? In der SEK-Station? Ja, genau. Also könnte es sein, dass es sich vielleicht jetzt dorthin auf den Weg macht? Das ist eine gute Idee. Ja, dann sollten wir das überprüfen. Komm, wir... Nein, Ali, wir zwei gehen nicht dahin. Das übernehmen jetzt die Spezialisten. Hey, Truck. Ja, was gibt's? Ich habe mal eine sehr heikle These, aber wir glauben, dass sie stimmt. Erzähl schon. Also, Ali hatte die Idee, dass dieser Typ, der gerade die Polizeistation hier gerammt hat, sich auf dem Weg zur SEK-Station macht. Und was soll er da machen? Er will bestimmt Informationen über alte Gefangene haben, wie den geheimnisvollen Dritten. Wir glauben, dass das sein Onkel ist. Echt? Okay, dann funke ich Robin an, dass wir sofort zur SEK-Station fahren. Er soll uns hier abholen und dann schauen wir mal, ob das stimmt. Aber es ist eine gute Idee. Okay. Robin, kannst du mich hören? Ja, was gibt's, Tax? Wir sind auf dem Rückweg gerade. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Der Ali hat die Idee, dass der Typ, der hier so ausrastet, dass es der Neffe vom geheimnisvollen Dritten ist. Also der geheimnisvolle Dritte ist sein Onkel. Und er will wahrscheinlich die Informationen über ihn haben. Und die sind ja an der SEK-Station. Wir denken, dass er dorthin auf dem Weg ist. Okay, wir holen euch gleich ab und machen uns sofort auf den Weg dorthin. Wir sind in einer Minute da. Okay, wir sind bereit. Gut, dann bis gleich. Wer kommt denn da? Guck mal da hinten. Keine Ahnung. Das Fahrzeug habe ich noch nie gesehen. Und der ist ganz schön schnell. Moment. Moment, der ist ein bisschen zu schnell. Komm schon, in Deckung. Schnell, schnell, schnell. Oh Mann, was hat er vor? Ja. Und ich muss da rein. Ah, das Tor geht schon mal nicht auf. Ich habe hier die Wand aber aufbekommen. Okay, dann nochmal Anlauf nehmen und... Ja, jetzt habe ich es auf. Dann nichts wie rein da. Komm schon, wir gehen hinterher. Die nehmen wir fest. Lass deine Waffe fallen. Okay, okay. Ich mach schon. Gut, dass du sie mir hier oben hingelegt hast. So macht man das. Und die junge Dame auch die Waffe hergeben. Bitte. Okay, dann habe ich beide Waffen. Ihr werdet euch nicht vom Fleck bewegen, habt ihr verstanden? Ja, alles klar. Dann schnell zu den Informationen. Das SEK wird bestimmt gleich da sein. Ich muss wissen, wo mein Onkel ist. Ich muss es wissen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist er? Er ist gerade reingegangen. Was wollte er haben? Informationen. Er hat uns unsere Waffen abgenommen. Er ist hochgelaufen. Okay, Jungs, Zugriff. Alle rein in die SEK-Station, schnell. Okay, Männer, vorrücken. Los, rein da. Jetzt schnappen wir ihn uns. Der geht uns diesmal nicht durch die Finger. Den kriegen wir. Verdammt, sie sind da. Sie wissen aber zum Glück noch nicht, wo ich bin. Ich muss verschwinden. Ich weiß schon, wie ich an die Informationen komme. Gut, dann nicht sie weg hier. Robin, die Teams sind drinne. Wir sehen da bis jetzt nichts. Okay. Schaut mal genauer, durchsucht wirklich alles. Ja, machen wir. Bis jetzt ist aber wirklich niemand zu sehen. Der kann uns doch jetzt nicht schon wieder durch die Lappen gegangen sein. Ja, das wäre ärgerlich, aber wenn auch nicht, dann finden wir ihn jetzt. Wir haben seine Fingerabdrücke und den Rest und seine DNA. Den kriegen wir, mach dir keinen Kopf, Robin. Wir müssen ihn auch bekommen. Er ist die größte Gefahr für unsere Stadt. Robin, kommst du mal bitte? Ich komm schon. Er ist weg, keine Spur von ihm. Die komplette Zentrale wurde durchsucht, aber er ist nicht hier. Es wurden noch keine Datenordner geöffnet oder so, alles ist zu. Deshalb wird er wahrscheinlich auch keine Informationen bekommen haben. Dann wird er jetzt wahrscheinlich versuchen, anders die Informationen zu bekommen und wir müssen herausfinden, wie er das machen will. Habt ihr eine Idee? Ja, keine Ahnung, er wird es auf jeden Fall weiter versuchen. Wir müssen auf der Hut sein. Er wird vielleicht irgendein Druckmittel fordern. Ich weiß es nicht. Okay, egal, Hauptsache die Zentrale ist sicher. Beschlagnahm mal das Auto, sichert die Fingerabdrücke und dann schauen wir weiter. Ich muss herausfinden, was sein Plan ist. Gute Frage, was der Typ vorhat. Er scheint ziemlich verrückt zu sein, aber ich werde herausfinden, was er machen wird.